Ein Tag nach der Pressekonferenz am 28.10.20 besucht der Oker-Weinstraße den Landrat Dr. Fritz Brechtl. Wir haben nachgefragt, was bedeuten die neuen Corona-Verordnungen für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Germersheim? Herr Landrat, gestern haben Bundes- und Landesregierung RLP drastische Maßnahmen zum 2.11. zur Bekämpfung von Corona angekündigt. Wie kommentieren Sie diese Maßnahmen aus Ihrer Sicht als Landrat? Ja, gemeinsam mit den Kollegen aus SÜW und Landau setzen wir uns ja dafür ein, dass dieser Flickenteppich aufhört, dass wir zu gemeinsamen Maßnahmen kommen. Und insofern begrüße ich es grundsätzlich sehr, dass sich sogar Bund und Länder gemeinsam zusammengefunden haben, um gemeinsam geltende Maßnahmen zu schließen. Ich glaube, das erhöht insgesamt die Akzeptanz von solchen Maßnahmen. Was bedeuten die gestern angekündigten Maßnahmen konkret für den Landkreis Germersheim? Werden diese Maßnahmen auf Ebene des Landkreises 1:1 umgesetzt werden? Wir haben ja bereits Allgemeinverfügungen umgesetzt im Landkreis Germersheim, übrigens auch wieder gemeinsam mit der Stadt Landau und mit dem Landkreis Südliche Weinstraße. Und diese Regeln, die werden ab Freitag, den 30.10. gelten, das steht fest. Diese Maßnahmen, die jetzt von Bund und von den Ministerpräsidenten besprochen worden sind, die sind noch nicht umgesetzt. Sie sollen erst noch umgesetzt werden. Das heißt, jetzt ist das Land gefordert, diese Maßnahmen umzusetzen. Die Frau Ministerpräsidentin wird also mit dem Landtag diese Maßnahmen erörtern. Und dann muss man abwarten, ob sie tatsächlich auch alle bis zum 2. November umgesetzt werden. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit wäre, dass die Landesregierung eine Allgemeinverfügung erlässt für das gesamte Land Rheinland-Pfalz. Und dann gelten die Maßnahmen, ohne dass die Landkreise noch etwas dazu tun müssen. Darauf setze ich eigentlich. Das ist der einfachste Weg. Es steht aber im Moment noch nicht fest, ob diese Maßnahmen tatsächlich zum 2.11. schon umgesetzt werden, denn dazu bedürfen sie noch verschiedener Verfahrensschritte. Unsere Maßnahmen, das möchte ich nochmal betonen, weil ich glaube, das ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, unsere Maßnahmen, die wir gestern veröffentlicht haben, die gelten aber ab 30. Oktober im Landkreis Germersheim, in Landau und in der Stadt und im Landkreis Südliche Weinstraße gleichermaßen. Auf welche Veränderungen müssen sich Bürger ab dem 2. November nun einstellen? Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Germersheim müssen sich auf keine Veränderungen zunächst einstellen, denn wir haben bereits ein Maßnahmenpaket beschlossen, welches minimal nochmal verändert worden ist durch diese Besprechung gestern. Aber wenn dann die Maßnahmen von Bund und Ministerpräsidenten in Kraft treten, dann gibt es natürlich drastische Veränderungen. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist auch richtig so, dass wir versuchen sollen, Kontakte zu vermeiden, wo immer es möglich ist. Denn die Kontakte, das sind eigentlich die Pandemietreiber. Das ist jetzt identifiziert worden. Aber dann haben natürlich die Ministerpräsidenten noch weitere drastische Maßnahmen beschlossen. Ich nenne mal die Schließung der Gaststätten. Das halte ich für eine sehr drastische Maßnahme. Das hätte ich in der Form nicht erwartet, denn wir wissen aus den vergangenen Monaten, dass viele Gastronomen sehr intelligente und wirksame Hygienekonzepte entwickelt haben, damit sie ihre Betriebe weiterführen wollten. Und in meinen Augen wäre es verhältnismäßig gewesen, wenn man die Gastronomiebetriebe weiterhin hätte offen gelassen. Gleiches gilt übrigens auch für andere Betriebe, wie zum Beispiel Fitnessbetriebe und ähnliches, Fitnessstudios. Auch die haben alle Hygienekonzepte entwickelt. Auch die hätte ich eigentlich gerne gesehen, dass sie offen bleiben. Aber die Maßnahmen des Bundes und der Länder sehen vor, auch diese Betriebe zu schließen. Das heißt, darauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger einstellen, sobald die Maßnahmen im Land Rheinland-Pfalz auch tatsächlich per Verfügung beschlossen sind, dass dann diese Maßnahmen durchgeführt werden, diese gravierenden Einschränkungen. Aber wie gesagt, das muss erst noch beschlossen werden. Ich weiß, dass heute Abend eine Sitzung des Landtages stattfindet unter der Führung der Ministerpräsidentin und wir werden nachher um 16.30 Uhr auch eine gemeinsame Besprechung der kommunalen Spitzenverbände haben mit Frau Ministerpräsidentin und einigen Ministern. Da werde ich heute Nachmittag hinfahren und nach dieser Besprechung sind wir auch in dieser Richtung schlauer. Ich bin übrigens auch noch gefragt worden,
Hat es überhaupt Sinn gemacht, dass Landau, Südliche Weinstraße und Germersheim gemeinsam gestern noch eine Verfügung herausgegeben haben, obwohl doch Bund und Land ebenfalls gerade beraten haben und eine Verfügung herausgeben wollten? Ich halte es nach wie vor für richtig, denn wir haben diese Verfügung abgestimmt unter uns. Sie gilt auch schon ab 30. Oktober, diese Verfügung. Darauf können sich die Bürger einstellen und sie wissen dann, dass es in der Südpfalz eine gleichlautende Regelung gibt. Dass nun Bund und Länder eine weitere Regelung beschließen wollen, das haben wir zur Kenntnis genommen, aber diese wird ja erst einige Tage später in Kraft eintreten. Noch ist diese Verfügung nicht in Kraft und ob sie denn tatsächlich 1:1 so umgesetzt worden ist, wie sie Frau Merkel gestern verkündet hat, das bleibt dann noch abzuwarten. Ich wünsche jedenfalls allen Bürgern weiterhin viel Geduld und viel Kraft bei der Bewältigung der Pandemie. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei allen Bürgerinnen und Bürgern der Südpfalz bedanken. Sie haben ganz toll mitgearbeitet die vergangenen Monate. Und deshalb sind wir ja auch noch im europaweiten Vergleich mit diesen niedrigen Fallzahlen unterwegs. Und jetzt bitte ich alle, bitte helfen Sie mit, auch bei den verschärften Regeln, diese umzusetzen. Denn das wird uns helfen, die Pandemiekurve möglichst flach zu halten und damit unsere Krankenhäuser nicht zu überlasten. Und das wird im Endeffekt auch tatsächlich helfen, Menschenleben zu retten. Ich danke Ihnen allen.